Moin Leute, ja, bei solchen sommerlichen Temperaturen werdet ihr wahrscheinlich nicht immer zu Eis und anderem Süßkram greifen wollen, um euch zu erfrischen, sondern auch einfach mal einen schönen Salat essen. Und wenn es einfach nur ein Blattsalat ist, auf jeden Fall gehört dazu ein wirklich gutes Dressing. Und das wollte ich zum Anlass nehmen, um euch ja eigentlich mein persönliches Lieblingsdressing zu zeigen. Das mag ich eigentlich so gerne, weil man das in alle möglichen Richtungen variieren kann und weil man die Zutaten, obwohl das glaube ich 7 Stück sind, eigentlich immer zu Hause hat. Und die meisten Zutaten kann man auch immer noch irgendwie ersetzen. Aber ja, das erkläre ich gleich noch. Okay, los geht's. So, ich werde das Dressing in meinem Omniblend machen. Wenn ihr aber keinen Standmixer zu Hause habt, dann ja, nehmt wie immer einfach einen Pürierstab. So, zuallererst braucht ihr erstmal einen Teelöffel Senf. Dann ungefähr 7 bis 8 Esslöffel Olivenraps oder Sonnenblumenöl. 5 bis 6 Esslöffel Sojasauce. 2 Teelöffel Marmelade, dann eine Viertel Limette oder Zitrone. Zitronen sind natürlich immer ein bisschen größer, deswegen müsst ihr das da einfach ein bisschen angleichen, also wahrscheinlich noch ein bisschen weniger als ein Viertel nehmen. Die habe ich jetzt einfach geschält und die Reste könnt ihr so ein bisschen ausdrücken. Dann kommen 5 Teelöffel Sonnenblumenkerne dazu und 1 Teelöffel Leinsamen und zum Schluss einfach noch eine halbe Tasse Wasser. So, und das kannst du jetzt einfach schön fein durchpürieren. So, und jetzt, wenn ihr wollt, das Ganze nochmal abschmecken, also ein bisschen mehr Säure, wenn ihr wollt, oder mehr Salz. Ich finde es jetzt so perfekt. Und zum Probieren nochmal einen kleinen Trick. Ihr esst das Ganze ja mit Salat später. Also wäre es auch am besten, wenn ihr das mit Salat probiert. Also einfach ein Stückchen Salat abreißen, eintunken und dann kosten. Ja, lecker. Also, ich finde es perfekt so. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich in alle möglichen Richtungen variieren. Denn das ursprüngliche Rezept war eigentlich mal ein 5-Elemente-Dressing. Allerdings ist das irgendwie so viele Jahre her. Also, ich weiß nicht mehr, wie viel das Rezept jetzt noch damit zu tun hat. Weil ich das immer wieder irgendwie was Neues dazu, was weggelassen habe und so weiter. Aber die Grundzutaten bleiben eigentlich immer gleich. Und zwar ist das immer was Salziges, also Sojasauce in dem Fall, dann Öl, was Süßes, Marmelade. Und dazu könnt ihr zum Beispiel auch variieren, da könnt ihr erstmal jede Marmelade nehmen, die ihr wollt. Ich hatte jetzt hier schwarze Johannisbeere, aber da könnt ihr, ja, wie gesagt, alles nehmen, was ihr möchtet. Oder sogar die Marmelade weglassen und dann dafür Agavendicksaft oder theoretisch sogar Zucker könnte man reinmachen. Dann Säure, also ich habe jetzt quasi Limette genommen. Wie gesagt, ihr könnt auch Zitronensaft nehmen oder ganz einfach Essig, würde natürlich auch funktionieren. Senf mache ich eigentlich immer rein, also das habe ich noch nicht durch was anderes ersetzt bisher, weil es einfach auch diesen Grundgeschmack so ein bisschen reinbringt. Sonnenblumenkerne und Leinsamen, das ist jetzt eine Variante. Man kann auch einfach nur Sonnenblumenkerne nehmen oder nur Leinsamen oder Kürbiskerne oder alle möglichen Nüsse, die es gibt. Könnt ihr darin verwenden. Also da ist es wirklich, habt ihr wirklich viel Spielraum, sag ich mal so. Und deswegen mag ich dieses Dressing-Rezept wirklich am liebsten, denn ja, die Zutaten hat man eigentlich immer zu Hause, weil man einfach so viel variieren kann und es schmeckt halt jedes Mal ein bisschen anders. Ja, dann wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!